Kommt her. Okay, kommt her, hallo. Oh, was geht ab, Leute? Genau, perfekt, danke schön. Hey, so. Ciao. Sehr geil. Könnt ihr uns sehen hier, Dennis? Oh, das ist ja mega. Walle Herre? Technik wird immer besser. Eines Tages musst du gar nicht Bälle, komm mal ab, das ist zu. Ob die AI das kann. Kann die AI das? Frauen? Ja. Hier, Leute. Ist doch geil. Ist das TikTok oder was? Nee, das ist einfach Streaming hier, Prism. Prism. Ach so. Livestreaming, Twitch, ey. Stark. Ich bin auf Twitch hier, Internet-Sender. Ein bisschen Dings, ey. Das geht für Twitch einfach so. Ja, das geht für Twitch, Alter. Okay. Ey, Leute, wir streamen hier gerade auf dem Rocket Beans Channel. Aber den Chat könnt ihr gerade nicht lesen. Das ist nicht der Rocket Beans Chat hier. Das ist ein Fake-Chat. Nein, das sind die wahren VIPs, die ihr gerade lesen könnt. Oha. Aber innen drin können wir es verändern. Da habe ich nur extra ein Handy dabei, dass wir alle Chats dieser Welt lesen können. Okay. Weil euch das ja so unheimlich wichtig ist. Ja, übel. Okay. Ich habe auch ein Handy dabei. Wir machen jetzt die Pre-Show. Ja. Ganz unromantisch erkläre ich das jetzt. Das ist die Vorshow zum Main-Event. Aber das ist unser Haupt-Event eigentlich. Ja, so ein bisschen. Ja? Ja, schon eigentlich. Also sagen wir jetzt, wo wir sind, oder? Ja, klar. Es geht ja nicht anders. Ja. Ja, sieht man vielleicht schon im Hintergrund. Ja, warte auf, dann drehe ich jetzt die Kamera um. Ich filme mal kurz euch. Warte, ich die Kamera umgedreht. So. Pass auf. Okay, das ist so schön zu wild mit euren Effekten. Sieht so geil. Wir sind natürlich, wenn Mann war. Ja. Lass reingehen, oder? Ja, lass reingehen. Lass uns was essen. Ja, ich kurz, jetzt. Man war es der beste Chinese aus Hamburg. Beste Chinese aus Hamburg? Chinese aus Hamburg, direkt gegenüber der ehemaligen legendären Esso-Tankstelle auf der Reeperbahn. Ist bekannt. Habe ich schon viel empfohlen bekommen. Und ich war auch schon einmal da. Auf Simons Empfehlung. Ich filme jetzt Füße erstmal. Wenn rein ist, ja, gute Idee. Filme ich Füße. Hallo. Ich filme doch mal dich noch ganz kurz. Hi, ich stehe hier und warte ganz angenehm. Gibt es hier auch Fische? Kann man hier Fische gucken? Stimmt. Achso, du meinst ein Aquarium? Ja. Das war hier, ne? Das war doch mal ein Aquarium. Ah ja, verstehe. Okay, aber ich hatte gefragt, wie er ruhig, dann stören wir die Gäste, oder? Nein. Das ist okay? Okay, weil das wird dann voll hier alle zusammen. Wegen den Drehten? Nein, das ist eine Abkürzung. Ja, okay, alles klar. Wenn es Ihnen nicht so ausmacht, wir filmen nur mal ein bisschen lauter. Dann muss ich selber fahren, Leute. Wenn ihr da draußen auf Ampel standet, ist es bei uns ist auch egal, ne? Okay. Okay, alles klar. Ja, dann stellen wir an die Ecke. Kriegen wir hin. Okay. So. Das würde bedeuten, ich filme da in diese Ecke, ne? So. So, okay. Wenn ihr die Jacke aus habt, würde ich das mal einmal geben, oder? Ja. Ist ja einfach nur ein Film. Dankeschön. So, wir filmen ja nur so. Also, ne? Ich stell hier so ein... hier dranlehnen. Genau. Kannst du immer so lange halten? Ja, klar, ihr kommt an. Genau, weil du weißt ja, wie man filmt. Ich weiß, dass hier gerade noch der Polizist ist. Der Polizist? Ihr seht immer nur noch die Polizei. Ihr habt immer noch die Brillen auf. Achso. Ja, hier, ich guck schon mal die Karte. Hier gibt es denn echt viel. Kennt ihr euch aus? Habt ihr alles schon gegessen? Noch nicht immer das Gleiche. Ja, ist wirklich so. Aber wir können ja auch viele kleine Sachen zur Vorspeise nehmen. Ich kann dir was empfehlen. Ich wusste so ein bisschen, was du magst. Wahrscheinlich das Gleiche, was ich immer bestelle. Aber wir bestellen dazu heute diese Dim Sums. Dankeschön. Du hast haufenweise die Kosten alle. Mittlerweile nicht mehr 4, sondern 5, 6. Ja. Das kann man ganz viel davon bestellen. Und dann suchst du dir am besten noch welche aus. Ja, so fahre ich sonst mal schon. Die sind ganz geil, das stimmt. Ich empfehle dir 42a. 42a. Ja. Das ist einfach nur Rindfleisch, scharf. Ah ja, so, kannst du ab und zu mal aufs Bild gucken? Ich kann es nicht lesen, bis ich es sehe. Na doch, geht. Mit Zwiebeln und Tomaten. Lass den Effekt jetzt schon drin, oder? Das ist schon ganz geil für dich. Als du hier Sambal... Da wird es ja noch stärker. Aber. Genau, das ist kein Öl. Kannst du noch essen? Kannst du noch essen? So, gibt's noch Power? So, ich will schon mal den Rocket Beans Chat raus, weil ich will mal wissen, ob ihr uns überhaupt gut hören könnt. Ja. Ganz sicher nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Also, ich kann schon bestellen. Du weißt es schon? Du willst wahrscheinlich vegetarisch? Nee, ihr bestellt und ich esse auch mit. Ich esse, probiere alles mit, aber es ist ja eure. Ich meine, sonst kannst du ja die ganzen Sachen aussuchen.
Ja, nee, also ich würde vorschlagen, davon bestellen wir erstmal, weiß ich nicht, 5 Stück oder so. Ja, gerne. Du suchst sie aus und wir müssen sie dann essen. Ich suche heute auf euch was aussuchen. Oha, ja, gerne. Okay. Die Kantonesische? Ja, man kann uns wohl gut hören. Ja? Geil. Ja. Kann man uns alle sehen? Ich bin auch überrascht. Ja. Genau, sehen, keine Ahnung, aber. Ja, ja, das dann reicht, denn dein Fuchs hat keine Brille auf. Nein? Aber man sieht alles, ja? Ja. Das ist ja, ja, fantastisch. Ja. Leute, wir sitzen. Wir sitzen endlich. Das mache ich jetzt auf Chat auch, dass wir auf allen Seiten Chats haben. Ja, sehr wichtig. Das ist wichtig. Ja, das muss schon so sein. Und dann bestelle ich aber auch. Ihr auch. Ja, genau, ich will jetzt mal eben gucken. Wie geht das hier? Du, ich weiß nicht, ob deine Empfehlung nicht zu scharf ist. Die ist verdammt scharf. Ja, dann bin ich drauf. Okay. Krogi, mach Filter aus. Warum denn? Was ist mit dir? Der eine Mensch. Ja gut, machen wir aus. Ich mach das, glaube ich. Aber ich habe auch deinen Real-Life-Stream von vor ein paar Tagen gesehen. Da warst du auch viel mit dieser Brille unterwegs. Ja, ist doch geil. Und ich war hoch beeindruckt, wie gut die perspektivisch direkt mittrackt, wohin du guckst. Ja, du hast das Gesicht abgewischt und bist so ein Stück betrunken. Ich dachte, aber die eine... Aber die, ja, aber vielleicht das ganze Video ist schon ein bisschen anstrengend, aber, ne? Ja, es ist mein Humor. Tut mir leid. Wenn oder ich die nicht Dinos. Schalt die Dinos. Aber hast du auch gelurkt dabei sein im Real-Life-Stream? Ja, genau. Ich hab der war geil, ne? Ja, mega. Und der hat mit der Brille gesehen. War auch krass, wie sie so reagiert hat auf alles. Ja. Weil ich nicht freundlich geguckt habe. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich soll das blitzen. Du weißt nicht, wie es ausgeht? Okay, dann ja, doch. Ich muss noch kurz gucken. Nee. Das ist jetzt besser? Besser steht hier. Du sagtest, schaust du jeden Tag täglich oder was? Okay, du okay. So also, ja, genau. Stellen wir auch schnell, dass wir auch länger essen können. Ich denke, dass so viel technischer Fahrt geht gerade. Ja, ja. So, was machen wir jetzt? Ich habe nur gehört, kleine Gerichte, oder was? Also, ja. Nee, also oder ich empfehle das nehme ich zumindest. Für alle sagt, ist das zu scharf, aber das essen eigentlich alle immer hier. Du weißt ja, dass wir das ich bin ja nicht der Einzige, der das hier. Ja. Wenn du Rindfleisch magst, mag ich, kannst du das nehmen. Und dazu würde ich vorschlagen, nehmen wir halt diese kleinen Dinger, die Dim Sums. Okay. Das muss man immer sich mehr nehmen. Hammer, ich muss euch mal zeigen. Hier, gedämpfte Rinderhackklöße oder geschmorte Schweinerippen oder, das ist glaube ich Wallis-Liebling, gedämpfter Rinderblättermagen mit Lauch. Mein Lauch meinst du? Ja. Geschmorte Hühnerfüße. Die kleinen. Ja, ja. Ja, ja. Aber nichts für mich. Thailändischer Oktopussalat. Hey. Also, Kickboxen. Ich glaube, ich nehme auch das eine Gericht. Mit, einfach nur mit dem Rind, was du sagtest. Was sind Morcheln? Pilze. Lustige Pilze, die aussehen wie so Monster. So alte, verschwummelte. What? Nee. Ja, doch, von alten Omas, die über 100 sind. Ja, genau so. Aber lecker. Entenfleisch und Klammer nicht cross. Und vorher können wir eine Suppe essen. Das machen wir noch beim Chinesen auch immer. Das ist aber wahrscheinlich nicht mehr. Ah, ja, danke. Wir dürfen jetzt hier parken, deswegen ist der Mittagstisch. Okay, du hast vollkommen recht. Ich hab diese Karte noch nicht ganz verstanden. Suppe vorweg, dann platze ich. Also Suppe, Hauptgericht und kleine... Eine Suppe. Mehrere sind Sims, oder? Also du kannst gerne Suppe essen, aber... Wie ist deine Suppe? Ich dachte... Also die Suppe ist, glaube ich, so... Suppe ist so wie die Käsespritze letztes Mal. Das war die beste Idee, weißt du? Stimmt, die Käsespritze. Die Käsespritze. Wir haben, meinst du, die haben wir auch hier? Ja. Sollen vielleicht eine Oktopusspritze oder eine Oktopusspritze? Akrobi, du wirst gefragt, warum du Handschuhe anhast. Ich finde es gerade geil, aber ich ziehe sie auch aus irgendwann. Aber ich finde es creepy. Ich finde es halt gerade ganz geil, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann leicht performen. Ja, verstehe. Kannst du mir kurz die Hand geben? Oh, das ist ein starker. Ja, willst du das? Was? Okay, ich habe mein Hauptgericht. Ich nehme die gebratenen Garnelen mit verschiedenen Gemüse, die 52. Garnelen? Ich bin heute auf Garnelen. Alter, schön. Aber das, schon, man muss so rind, also aussehen. Ich nehme das Rindfleisch. Okay, und dann können wir ja mal ein bisschen Dim Sum-mäßig uns beraten. Ich nehme genau das, was du nimmst, das Rindfleisch. Also ich habe die Z1, die allererste. Die habe ich schon mal gegessen, ich finde es sehr lecker. Z1. Nein, dann einfach nur Z, ohne H. Z1 habe ich schon mal gegessen. Okay. Ich nehme dann... Alle ja, ich würde eine Bräusche bestellen, wenn sie eine haben. Würde ich mal fragen. Ja. Ich nehme NH2H.
V5. Die schmeckt mir am besten. Die mag ich einfach. Aber bitte kein C-O-V-I-D. Aber ich werde das mal bestellen, weil wir ja. Ja, ich habe alles ausgewählt. Ich bin ready. Genau. Ja, ich eigentlich auch, aber das, den Anfang wollten wir uns verteilen, oder nicht? Dass jeder mal beim einen rein dippen kann. Ja, können wir machen. Ich nehme was ohne Fisch dann. Oh, okay. Weil. Ach so, hast du leer geschaut? Ja, aber ist mir egal. Mach das. Ich will jetzt nicht. Nehmt das Ding. Ich nehme kleine Frühlingsrollen. Fertig. Wobei ist ja Quatsch, wenn wir beim Spezialspezialisten. Ja, und das ist ja auch nicht egal, wenn gegen was allergisch ist. Da kann man ja Rücksicht drauf nehmen. Wir nehmen den ganzen Lachs. Ich nehme. Wie heißen denn diese Edamame? Ich nehme Edamame. Oh, die sind lecker. Edamame aus so einem. Ist das nicht Japaner? Das wird ziemlich peinlich, wenn du die hier bestellst und die gar nicht haben. Ich weiß, kennst du die Japaner? Zuckerschoten? Vielleicht meine ich das. Zuckerschoten sind kein Edamame, ist doch Japaner. Ah ja. Aber Zuckerschoten sind auch. Du nimmst das gleiche wie ich? Ja, das ist der Rind, ne? Scharfe Rind. Sehr gut. Wenn wir es nicht aufessen, dann nehme ich das mit. Und legst du dich später auf die Pizza? Packen wir das zusammen? Nee, ich meine richtig schönen chinesischen Abend morgen. Okay, ich würde für unsere Runde nehme ich dann Pak Choi. Okay, du gönnst Pak Choi. Okay. Ich nehme für unsere Runde. Ey, wenn ihr kein Gemüse wollt, ich will's. Ey, guck's mich an! Den finde ich auch geil. Ich bin noch komplett out of thing, weil ich. Shit. Jetzt wollen wir was essen hier. Jetzt wollen wir mal gucken, was los ist. Ich gucke auch mal in den Chat. Ich habe mir das ausgesucht. Was sagt denn der Chat? Viel besser. Ich sag die Handschuhe an. Die sind immer noch bei deinen Handschuhen. Ja? Ja, mit den Filtern. Ich dachte, wenn wir jetzt an den Filter rumlaufen, ist es okay. Aber da ihr das jetzt wollt, mach ich es nicht. Weil ich habe meinen eigenen Kopf. Hättet ihr gesagt, lass die an, zieh ich sie sofort aus. Was ist denn das Mikro hier bei dem Setup? Da ist das Mikrofon. Wie viel Versand kommt es dann? Also, so wie wenn du telefonierst. Okay. Bist du? Hi, Jax. Und du brauchst 3 Batterien, oder was? Ja, man braucht tatsächlich, damit wird viel, ja. Aber ist okay. Wo seid ihr heute? Wir sind im Mann Bar. Ist das 50 Milliliter? 50 Milliliter, ja. Milliliter ja. Oder was? Ja, steht da drauf. Ja, dann nicht schlecht. Ist doch gut, wenn dich jemand bedroht, kannst du es auf den Kopf hauen. Auf jeden Fall. Vielleicht explodiert das sogar genau. Es ist mit Explosive auf dem Kopf. Bestellt das Schärfste, das Süßeste und das Bitterste, bitte. Nein. Nee, das ist ja keine Shitshow hier. Wir wollen ja wirklich was essen. Nein, das ist, wie ich es immer sage, Pre-Show von Skill Arena, da sind wir privat. Ja. Da ist keine Challenge, da ist keine Performance. Da isst man, was schmeckt. Da bestellt man was Leckeres auf den Tisch. Aber Chintao auch, oder? Chintao? Chintao? Ja. Chintaoren? Asiatisches Bier muss das sein, oder? Ach so, Chintao. Ach so, ja. Ja, ich hätte jetzt einen Weißwein genommen, aber ich würde mich da anschließen. Nee, nimm du gerne einen Weißwein. Das, bitte, einer muss raus, einer muss mal. Ja, okay. Ey, es gibt bei diesen Summen wenig Gemüse aus. Ja, die sind nicht bekannt für Gemüse. Ja. Mann, war sind. Das sind nur grüne Sachen. Ja, die. Aber stimmt, da haben wir ja schon. Eins. Also, solange was nimmst du denn für den Sinn? Das hier. Sag mal die Nummer. Gedämpfte Reis. A15. A15, ist das nicht ein. Ist das nicht gleich? Hallo, wir können bestellen. Ja. Dennis, es geht los bei dir, weil du. Okay. Ich nehme das gleiche, was er nimmt, deswegen. Okay, 42A bitte. Für mich auch. Zweimal. Ganz genau. Genau, als Getränk bitte eine große Spezi. Ja. Und ein A15 dazu bitte. A15, ja. Ganz ja. Genau. Dann gibt es hier noch, hier, was nehmen wir? Pak Choi nehme ich. Pak Choi. Pak Choi. Ja. Pak Choi. Und Chintao. Ey, ich nehme mal die 52. 52 Garnela. Genau. Und Z1. Einmal Z1. Und ein Weißwein. Und haben Sie Bräusche? Nee, dann egal. So, okay, ich hätte gerne Wasser. Ja, ein Wasser mit Kohlsäure? Ja, einmal, ja. Ich weiß, wäre auch falsch.
Bitte? Ja. Ich habe leider die Dinge nicht angeguckt. Wollt ihr noch eine Vorspeise für euch bestellen? Ich habe jetzt vergessen durch. Achso, ja. Was hast du jetzt? Mach random, wir haben Frühlingsrollen noch zu nehmen. Frühlingsrollen? Ja, die vegetarischen Frühlingsrollen einmal. Ja. Danke. Er ist ein bisschen dumm. Ja. Ja, ist echt so. Wollen Sie mit Stäbchen oder normale? Normal würde ich sagen. Sehr gerne. Ja, ich gucke die Suppe gerne mit Stäbchen. Suppe. Jetzt Schwein. Wollen Sie mal alle Suppe? Warte, was rede ich hier? Rebellisch drauf, das gefällt dir. Ja, also im Chat wurde das gefordert. Und ja, jeder, hey, die ist jetzt in der Küche und lacht sich richtig schlecht. Ja. Ich glaube auch. Ja, oh, ich dachte, das heißt Träusche. Mach Chat an hier. Hallo. Ja. Leute, wie geht's euch? Wir haben uns ja auch lange nicht gesehen. Ein neues Jahr. Wobei, Krogi und ich haben uns schon gesehen. Ja, wie geht's dir denn? Ja, ganz nett, ganz nett. Kalt draußen heute. Ja, das stimmt. Du bist im Moment im Tarkov-Wagen wieder, ne? Ja, das stimmt. Sorry, ich bin gerade abgelenkt, weil da vorne ein süßer kleiner... Oh ja, das, oh, ist, Gott, das ist mega süß. Ja. Ja, schade, den könnt ihr jetzt nicht sehen. Nee, aber keine Story. Nee, Tarkov, ja. Und es ist ein Hoch und ein Tief. Es ist ein sehr fieses, bitteres Spiel. Und ich habe jetzt 2 Tage hintereinander nur aufs Maul gekriegt. Oh, okay. Und das ist dann so das Limit, wo du denkst, hey, könnte ich vielleicht sonst was anderes spielen? Aber das werde ich vielleicht am Wochenende machen. Okay, langsam kommt der Frust auf, oder was? Wirklich? Ja. Verstehe. Aber du hast auch letztens mit Matteo gespielt, habe ich gesehen. Wie ist das gelaufen? Für mich schlecht. Okay. Ich glaube, ich habe mich einmal überlebt. Hat er dich erschossen? Nee, Matteo nicht, aber am nächsten Tag sein Kumpel. Ah, okay, ja. Okay. Passiert. Aber da bin ich nicht böse. Nee. Ja, das kann passieren. Ich dachte, ihr habt zusammengespielt. Nein, das war natürlich kompetitiv, wie immer. Nee, doch, zusammen. Aber du hast ja keine Name-Tags. Also du weißt ja manchmal nicht, wenn du dich schlecht absprichst, wenn jemand um die Ecke kommt, ist das jetzt dein Buddy oder ist das ein Gegner? Siehst du, ich habe keine Ahnung. Das ist so. Okay, das macht ja nicht viel. Ich habe das nur einmal mit uns in der Skill-Arena gespielt. Ich habe Tarkov noch nie gespielt. Ich habe keinen Plan. Aber so lange ist das nicht letzte Folge gewesen? Ja, aber da haben wir nicht mit anderen Leuten gespielt. Genau, das war ja quasi so. Das war eine starke Spiele, war das. Ja, das war geil. Okay, aber das ist ja total geil. Aber startest du als Gruppe zumindest am gleichen Punkt? Das ja. Ja, genau. Man kann sich halt verlieren, wenn man sich aufteilt. Und dann weiß man nicht mehr genau, wenn schlecht kommuniziert wird, wer von wo quasi jetzt kommt oder so. Aber, okay. Hat sich denn was geändert jetzt gerade im neuen Season, dass du sagst, auf und ab? Weil das Auf war ja da. Was ist mit dem Ab passiert, Dennis? Erzähl. Nee, keine Ahnung, das gehört so. Das gehört dazu. Das hast du immer. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Okay. Und manchmal hast du so Tage, das gibt es ja auch bei anderen Spielen. Ja, also das habe ich auch bei Tanks oder sowas, dass dann einen Tag gar nichts läuft, aber 2 Tage später läuft dann den ganzen Tag alles rund. Ne, das haben auch Leute irgendwann aus. Das ist wahrscheinlich für dich. Das ist so mein Life. Wenn du das so vergleichst, da kenne ich mich nicht so aus. Ja, manchmal haust du 30 Euro auf den Kopf und am nächsten Tag kriegst du einen los, 40 Euro zurück. Ist ja so, weißt du? Das ist ja, krass. Das ist ganz leicht. Muss ich mal ausklingen an einem Hammer-Konzert. Weil mein Bruder hat ja einen Kiosk und da gibt es jetzt bald wieder Rubbellose. Stark. Ach, der kommt günstiger, Nina. Der kommt günstiger. Ja, wirklich. Also du hast Kontakt. Was zahlt man im Einkauf? Wir können ihn gleich anrufen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, du machst nicht so viel Kohle mit Rubbellose. Du machst auch an Zigaretten nicht so viel Geld. Nee. Aber er meinte, die Masse macht. Nee, die Leute kaufen so viel Zigaretten, meinte er im Kiosk. Nee, aber es geht ja auch darum, die Leute zu locken. Dann holen sie sich Kippen, aber noch eine Fanta, die überteuert ist. Und damit wird dann das eigentlich. Das stimmt. Aber er meint, selbst das Kippengeschäft ist gut. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Leute kaufen die Kippen weg, das glaubst du nicht. Ja. Unglaublich, diese Decken, die sich mit Nikotin und alles ihren Kopf zerstören. Ja, und diese ganzen 12-Jährigen. Die so Minderjährigen. Aber wann darf man auch ab 16, ne? Immer noch? Nee. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wäre ja Quatsch. Ab 14? Ich find's raus. Ja, es haben sich ja schon gesagt. Noch unwidriges Entry-Level. Aber man darf ja Wein ab 16 trinken. Ab 18. Ah, ja. Ach, du meinst, wenn man betrunken ist, muss man auch rauchen. Also hast du schon mal einen Wein getrunken? Nee, das läuft eigentlich nicht. Ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Ich weiß wirklich nicht. Ja, nee, unter 18 darf man nicht stehen. Nee. Unter 18, okay. Familienportal.de. Ah, ja. Ja, gut, macht das total. Bis wann konnte man mit 16 rauchen? Also, falls ihr minderjährig seid. Bis 2007. Ich werde im Februar mal im Kiosk arbeiten, habe ich mir überlegt. Kommt doch dann genau vorbei. Ich habe keine Ahnung von Rechten. Wirst du wirklich? Hey, konnte man nicht früher auch für seinen Papa Kippen kaufen? Also sagen, ich muss für meinen Papa Schachtel Kippen. Dann hat man so. Und der Papa hat gesagt, ich gehe Zigaretten holen, komm nie wieder. Ja, das ging früher wirklich noch. Am Kiosk, ne? Ja, ja. Du das, wirklich ich hab viel, Zigaretten für den Papa oder den Papa kaufen? Genau, ich habe viel für meinen Papa gekauft. Der hat das halt nur nie bekommen. Aber ich muss jetzt nochmal sagen, also macht es nicht, ne? Spaß, nicht jetzt rauchen, falls ihr minderjährig seid. Muss ich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das eine minderjährige Zuschauer ist. Entschuldigung.
Dankeschön. Dankeschön. Naja, aber wenn der mich verklagt, das reicht. Wenn die Eltern von dem Minderjährigen sagen, der Krugmann hat gesagt, mach das, das reicht ja. Dann habe ich meine Kiosklizenz nicht mehr. Und du weißt nicht, was mir das hinführt. Wenn du einen Kiosk hast, ist der Weg zum Freibad nicht mehr weit. Ja, aber glaubst du, so läuft das heute? Aber ganz kurz, das Freibad in Deutschland, ja. Wir haben das nämlich mal durchgerechnet, wo ich mal gearbeitet habe, das rentiert sich halt nicht. Freibad in Deutschland. Schlechte Kiosk, haben die schlechte Kiosk. Außer du machst natürlich noch Gastro, ja, allgemein. Reicht, die haben schlechte Kiosk. Aber wie oft haben wir Badewetter in Deutschland? Du musst tolle. So, wie viel Pommes musst du verkaufen? Du musst gute Aktionen machen. Du machst morgens Tango, abends Tango. So wir vom Zehner springen, ja, gib eine Pommes extra. Auch Klatscher vom Zehner. Er hat Eintritt frei. Mit euch würde ich ein Schwimmbad aufmachen. So was. Zum Freibad? Zu viert? Einer darf Bademeister sein. Ja, das ich mach die Frau an der Kasse. Du darfst Bademeister sein. Wobei, nee, ich will nicht. Ja, ich bin so ein Bademeister. Ball ist Bademeister. Fall, ja. Ich will nicht an der Kasse sein, da kann ich einstellen. Aber Pre-Show im Sommer dann, oder was? Oder worum geht's? Ja. Ja? Gerne. Badekiosk. Weil er meinte, der Kiosk, dann ist man gleich im Bad. Ja, das ist der erste Weg. Das ist so wie, da bist du mit einem Fuß im Freibad. Nicht im Knast, sondern im Freibad. Ich Freibad immer, nicht immer, aber einmal, kennt ihr noch Heiße Hexe? Das war ein Drink, ne? Du hast immer Langnese gehabt mit einem Eissorten und daneben hast du von Heiße Hexe alle Fastfood-Sorten. Die hatten Burger, die hatten Pizza, das ist alles in so einer Tüte, das ist so Mikrowellenessen. In so einer Tüte, das kommt in die Mikrowelle, dauert dann 3 Minuten, machst Ping und dann hast du so eine heiße Tüte und da drin ist ein total trockener Burger und total trockenes Hotdog oder so. Oder Pizza. Und als 12-jähriger Dennis habe ich irgendwie immer mitgekriegt, dass die Leute 5 Minuten immer da stehen und warten auf ihr Essen, bis das aus der Mikrowelle rauskommt. Und irgendwann habe ich mich da auch als 12-jähriger Dennis einfach hingestellt, gewartet und irgendwann gesagt, hey, wo bleibt meine Pizza? Und das ging? Und das hat die komisch geguckt und hat mir eine Pizza reingeschmissen. Ja. Und fing da deine Liebe zu Pizza an, weil du dachtest, boah. Hey, ich habe mich in Freiburg Pizza entdeckt. Aber I love it. Ich find's so schön, aber die war auch wirklich nur so groß. Ja. Also die heißt Hexer, die waren alle nur so. Ja. Du kennst es nicht? Nee. Ich kenne das. Du kennst es. Ich kenn das. Kennst, ich glaube ekelhaft. Aber ich habe es verdrängt und vergessen. Ich bin sehr dankbar über diese Erinnerung. Ja, weil die Pizza war einfach nur wie so ein Keks. Ganz trockener, heißer Keks mit Salami drauf. Geil. Ist geil. Eigentlich ganz geil. Das klingt irgendwie geil. Das war ganz vor meiner Zeit. So aber die Mikrowellenburger, das sind ja die gleichen, die du auch im Supermarkt kriegst. Die sind ja furchtbar. Nie gegessen. Kannst du nicht. Nie gegessen. Für dich wäre es nichts. Es gibt keine Bräusche in dem Automaten. Nee. Es ist nix. Ey, hey, es gibt doch einen Burger. Frag sie doch mal. Nee, nicht nochmal. Beim nächsten Mal essen. Aber bist du nicht stolz, dass du sowas kreiert hast? So ein Bräusche-Meme? Walles eigene Bräusche-Meme? Ja, klar. Es ist immer ganz toll für seine Dummheit. Internationale Bekanntheit zu erlangen. Ich liebe das. Eigenes Rezept dafür. Aber das ist ja noch mit Herz. Stimmt, ja. Also du hast ja schon welche gemacht, wenn ihr euch zusammen. Ja, ich mache mal so ein Instagram-Video, wo ich Bräusche selber mache. Ja. Welches Spiel willst du denn demnächst zocken, wenn du sagst, Zarkov ist nichts mehr? Es kommt Samstag, genau um Mitternacht. Also ich glaube wahrscheinlich in der Nacht von Freitag auf Samstag so ein lustiges neues Strategiespiel raus, dessen Namen ich mir nicht merken kann, deswegen schwierig die Fragen zu beantworten, den Namen des Spiels. Aber so lustig ist, das ist so eine Mischung aus RimWorld und irgendwie Siedlers oder sowas. Okay, geil. Und ich habe letztens WoW gespielt. Das fand ich lustig, ich will neue MMOs ausprobieren. Ich wollte schon immer mal Black Desert ausprobieren, das werde ich aber auch mit Flair ausprobieren oder so. Okay. Mal gucken. Oh, danke schön. Ja, danke schön. Dankeschön. Alles gut. Das klingt doch fantastisch. Dankeschön, ja, danke für diese Frage. Das war ein Spaß, diese Beantwortung. Ja. Ja, Prost, liebe Leute. Mein Weißwein ist wirklich sehr gefüllt. Ich kann quasi kaum prosten damit. Schön, ja. Prost. Prost. Zurück ins wieder Skill-Arena. Prost, zum Glück. 4 Monate her, zum oder? Glück die Skill-Arena. Zum Glück wissen wir, wie man Pre-Shows macht. Im Chat stand auch gerade schon schön auf der BTV erstmal Werbung für Glücksspiel, Rubbellose und Kippen. Hey, aber die Wahrheit ist, ja, das ist aber der gemeinsame Nenner, wie ich Werbung für das Geschäft meines Bruders machen kann. Ja, ja, weil alle finden das geil. Alle und jetzt strömen die nach Quakenbrück in die sogenannte Zeitungswelt.
So heißt der Laden? Ja. Zeitungsweih. Oder kriegt man doch bestimmt auch eine gute Zeitschrift über Krüppel oder so. Kriegt man alles. Stark. Auch Anglermagazine gehen in Quakenburg gut. Nein. Anglerverein kauft die Angler. Ich habe schon von gehört. Immer wenn du im Laden bist, ey, sorry, haben wir nicht, aber hast du schon mal eine Zeitungswelt nach? Ja, wirklich. Das ist geil. Kommt da hin. Mein Bruder kann eure Kundschaft gebrauchen. Hat er auch Leckmuscheln? Klar, der Leckmuscheln. Ja, das ist. Heute noch, das ist wirklich ja, unique. Im Schlafbüro gibt es Leckmuscheln. Echt? Da liegen, liegen welche nice. Längeren in so einer. Ey, auf Mülldeponien sind Berge. Da gibt es Berge von Plastik. Das kannst du nicht abbauen. Das ist, weißt du, das müssen die wiederverwenden. Berge von leeren Leckmuscheln. Ja, das ist so stark verarbeitet, das Plastik von Leckmuscheln. Da kannst du nichts und einfach, außer Leckmuscheln. Das stimmt, da kann man was Neues reinfüllen zum Lecken. Also ja. Man kann das eigentlich reusen. Eigentlich sind die Muscheln recycelbar. Ja, das ist, so ist es. Ja. Es gibt aber viele Zeitschriften, da sind dann so. Also früher gab es eine Zeitung, da waren coole Spielsachen dabei. Ja. Zum Beispiel ein Richtmikrofon oder. Ja, in der Mickey Mouse ja. War auch mal so eine Lichtschranke, so was. Liebe ertappen konnte. Wirklich? Ja, das war genau. Cool. Mickey Mouse. Sowas gibt es nicht mehr. Sowas nee. Geiles. Nur noch Schrott drin. Panzer oder so gibt es da jetzt drin. Das wäre ja cool. Hier schreibt jemand, dass man sich eine Leckmuschel gut in eine FFP2-Maske kriegen kann. Oh, stimmt. Ey, das ist ja genial. Das ist genial. Ja. Welcher User war das? Hermsiturm. Weiß nicht, ob die Mods das können, aber können wir den mal bitte zum VIP machen? Das ist ja wohl der King-Kommentar von 23. Mega, ja, vor allem, das kriegt nämlich keiner mit. Du kannst trainiert auch derbe deine Zungenfähigkeiten für später. Also mit die Länge. Oh, ich habe heute was in Werbung auf Instagram bekommen. Das heißt, das gegen, also ein Trainer gegen Inkontinenz für Frauen. Ihr könnt euch vorstellen, wo man den nutzt. Ein Trainer? So ein Trainingsgerät für Inkontinenz für Frauen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Tellers. Und die werben damit, dass man damit, um zu trainieren, Computerspiele steuert. Gibt es da die extra Apps dafür? Es gibt, also war auch einfach so ein Mario-Ding, glaube ich, und einfach so Rennspiele und da musst du mit squeezen. Also verstehe ich das nicht. Du kannst dich dann squeezen und damit steuerst du das. Und du musst das nicht weiter als die Werbung verfolgt. Also, das ist ja gut, ja. Ich kann es gar nicht wissen. Ich war überrascht, aber also. Okay. Zock ist ja auch für Gesundheit. Ich also, habe auch noch nichts davon gehört. Es steht schon gekauft. Ich habe schon gehört. Kannst du deine Muskeln nicht trainieren? Ja? Du kannst deinen Muskel quasi trainieren. Nee, aber du kannst ja auch, kennst du diesen Typen, der hier seine Kiefermuskeln, der wollte so aussehen wie der Giga-Chat. Okay. Und der hat die ganze Zeit so einen Ball gehabt. Und dann mal auf den raufgebissen. Den ganzen Tag. Ach, und der hat wirklich dann hier so zwei super, sieht aus wie so zwei Tragflächen. Das ist lächerlich. Aber du kannst ihn mega übertrainieren. Du kannst auch deine. Bestimmt, Beckenboden und so, ja. Beckenbodenmuskulatur übertrainieren. Plus 10 auf Stabilität oder was kriegst du da? Ja, keine Ahnung, was du denn. Kannst du damit den Nüsse knacken? Ich krieg den Gewehr. Aber vielleicht reißt dann was. Grundsätzlich ist es gut, einen trainierten Beckenboden zu haben. Auch Männer, glaube ich, wenn wir sich täuschen. Ja, bestimmt. Gut gegen Bierbauch. Aber ja, du kannst schon noch übertrainieren. Aber es ist auch für, ich meine, jetzt sind wir hier schon bei Glücksspiel gewesen. Für die sexuellen Erfahrungen ist es auch gut, einen trainierten Beckenboden zu haben. Und da kommt die Kamera wieder drauf. Das ist für die Klicks. Jetzt, ja, nice, jetzt haben wir auch Sex. Sehr gut, bald sind alle schwierigen Themen abgehandelt. Aber es ist ja Erziehung. Ja, aber korrigiert mich gerne. Kennt ihr gute Drogen? Damit wir alles drin haben. Darum geht's gleich. Für die Beckenbodenmuskulatur. Ich habe eine Frage zu dem Giga-Chat. Hatte der dann nur den Kiefer da, aber ansonsten aus dem Lauch oder war der ansonsten auch ein Chat? Das finde ich auch nicht. Nee, ich glaube, der war tatsächlich Model, also sah zumindest überdurchschnittlich gut aus, das Standard. Aber der hatte halt hier. Ich meine, du kennst ja Giga-Chat, ne? Ja, klar. Ja. Aber ich meine, ich sehe auch überdurchschnittlich gut aus, aber bin trotzdem lau. Also hatte der Muskel. Ich glaube ja, aber da habe ich jetzt nicht so. Es ging hauptsächlich um seinen Kiefer und jetzt nicht um den Rest seines Körpers. Ja, aber das gehört ja dazu zum Chat da. Ja, aber du kennst es ja. Du guckst eine Doku und eine kleine Nuance, daraus merkst du den Rest, vergisst du und wahrscheinlich verdrehst du das. Das kenne ich sehr sicher. Falls ihr gerade denkt, wo ist die Skill Arena hin? Die Skill Arena ist gerade in der Vorbereitung. Wir bereiten uns jetzt auf die Skill Arena vor, weil jemand schiebt. Was ist mit der Skill Arena passiert? Das ist unsere Pre-Show. Um 20:30 werden wir uns vollgestopft haben mit verrückten Abkürzungen. Wie A12. Heute wird A12 gegessen, aber auch Z1.
Wir haben verschiedenste Abkürzungen. 62A. Und wenn wir diese ganzen Abkürzungen drin haben, dann geht die Skill Arena richtig los. Dann startet es. Apropos Skill Arena. Wir müssen uns ja am Ende immer bestrafen. Und mir ging so ein bisschen die Idee aus. Und ich dachte, ich befrage einfach eine KI, wie man euch gut bestrafen kann. Nice. Aber passt auf, ich habe mir das notiert. Ich habe nichts davon genommen, weil die KI hat komplett übertrieben. Also Folgendes hätte die KI mit euch gemacht. Zum Beispiel, der Verlierer muss einen Tag lang als Statue verkleidet in einem Einkaufszentrum stehen. Fucking Tag. Oh, danke für das Essen. Danke. Oder was war noch krass? Der Verlierer muss eine Straße entlang laufen und passant um Geld betteln. Also so voll die erniedrigenden Sachen. Und irgendwann hat er gesagt, ey, ChatGPT ist reich. Das kann ich meinen Freund nicht antun. Ja, dass er wirklich den Leuten nicht mehr sehen willst im Leben. Nee, wirklich. Das ist zu assi. Ich habe eine Strafe überlegt, und zwar Beckenbodentraining. Okay. Ich krieg die App. Ich finde raus, wie dieses Gerät ist. Ja, ich krieg die App und hier trainiert. Wollen wir probieren? Ja, bitte. Da kann man das schon mal reinziehen. Ja. Ich hab's Beard auch schon geschickt. Probieren wir mal. Challenge accepted, war ja mit. Wie, der hatte eine Beckenboden-Challenge vor, oder? Nee, der hatte letztes Jahr vor, mit dem Makey Makey was zu machen. Und das ist ja, da kannst du es ja auch an Bananen anschließen oder an Menschen. Mhm. Und ich meine, ja, Perifit heißt es. Keine Ahnung, ob das gut ist und sinnvoll. Ja, wäre halt so. Wieso das Kraut dazu? Wer will das essen? Jemand von euch? Niemand. Okay. Also eher wahrscheinlich das Kraut als die Soße. Aber 2 Uhr vom Set. Lalela. Ah, danke. Mhm. Bitte schön. Du hast eine Fischallergie. Sie muss hier vorne. Ja, machen wir so, okay. Mhm. So, dankeschön. Da, hier, hier. Danke. Hier lang. Und sag mal, wir können die auch auf den Teller verteilen. Ja, also, oder direkt essen. Jeder noch ein Essen. Weg mit denen. Das ist unsere. Das ist meine Freiheit. Halt. Nee, nicht schlecht. So, der Rest kommt in die Mitte. Hallo, hast du 2 gegessen? Nee, nein. Das ist für gute Mathe, wa? Ja, danke. Ich habe ja vorhin noch gesagt, wo einfach alles bringen, wenn es richtig ist, damit wir. Okay. Wer freut das Licht schon so lecker wieder? Mega. Hier schreibt jemand, Walle, es sind nicht deine Freunde. Das stimmt aber nicht. Walle kann nicht entscheiden, ob wir seine Freunde sind. Wir sind seine Freunde. Da hat er nichts mitzureden. Die haben sich einfach aufgedrängt. Wollte ich auch loswerden, aber plötzlich haben die gesagt, jetzt sind wir Freunde. Was sollen wir da machen? Sieht aber echt ganz gut aus. Das hier, guck dir das mal an. Gut? Das sieht überragend aus. Ja, zeig das mal. Guck mal, wie geil, ey. Ich nehme mal eine andere Kamera. Ich nehme mal die leere dran ist. Warte, so. Das nächste kommt. Oh, ja, sorry. Vorne steht ein Kabel und hier. Einmal hier. So, jetzt habe ich so eine Super-Zoom-Kamera. Das ist Rind, ne? Rind mit Zwiebeln. Okay, bist du durch? Ja, Rind mit Zwiebeln. Dann haben wir hier, guck mal hier, die Garnelis. Garnelsen. Und du hast Kraut. Ich kann dir nicht zeigen, dass ich gerade das Kraut auf mein Handy geschmissen habe. Ich habe gerade Kraut und Frühlingsrollen. Nee, isst du mal? Ja. Ich wollte dir den Teller machen. Ja, ja, klar. Ich wollte nur eben kurz mal Objektiv rein. Ja. Achso, dann haben die Leute gar nicht mein Handy gesehen. Nee. So. Aber Reis ist für alle da, ja? Ja, Reis. Dafür auch. Wohlstand für alle. Also die Leute wünschen uns auf jeden Fall einen guten. Das ist schön. Guten Appetit, Leute. Falls ihr zu Hause seid, holt euch auch noch schnell einen Snack. Dann könnt ihr parallel mit snacken. Oder eine Packung Pringles oder so. Ja. Das sieht super aus. Was machst du da? Du verfeinerst deinen Reis. Womit? Hiermit. Krass. Was sind das für Additive? Ist dir das noch nicht scharf genug? Scharfe. Das ist scharf, ja. Richtige Pro-Moves. Das ist viel. Ja? Dann stell's lieber wieder weg. Ich krieg wohl nicht sehr schnell Durchfall bei Schärfe. Dann halt dich bereit. Ich wollte nur kurz sagen.
weil nochmal gefragt wird, wo wir hier sind. Wir sind bei Man War, dem Chinesen in Hamburg. Wirklich als solcher bekannt. Als ich vor 4 Jahren zu Rocket Beans kam, war das erste Gespräch mit Simon. Pak Choi. Ja, super, nehme ich schon mal mit. Danke für die Dame. Dankeschön. Danke. Danke. Bitte. Das erste Gespräch mit Simon war eine Empfehlung, zu Man War unbedingt zu gehen. Und ich habe es erst 3 Jahre später geschafft. Und jetzt bin ich das zweite Mal hier. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker hier. Und ihr habt auch gefragt, was wir haben. Ich habe die 52. Guck mal. Geil. Ja, ich bin auch das erste Mal jetzt hier überhaupt. Ja, meist drauf. Und ich will den Teller weggeben. Und ich finde es super. Ich glaube, als ein Abend mit Bohnen hier gedreht wurde, um die Ecke waren die auch hier essen. Musste, glaube ich, Josie hierher. Also, weil dieses, das ist das beste Essen. Das war ja direkt hier. Das war im St. Pauli Theater. Ja, die sind direkt hier um die Ecke. Da wurde auch Man War gegessen an dem Abend. Mhm. Geil. Es wurde Man War gegessen. Mhm. Es wird Man War gegessen, wenn es auf den Tisch kommt. Ja, guten Appetit, Leute. Alle, die jetzt schon stimmen. Guck mal, das ist ein richtig guter Wobble. Ja, Wobble, aber schön. Da ist kein Glien dran, das ist gut. Kein was? Sehne. Nee, das ist, also das Fleisch ist mega gut. Super soft. Alles ist mega lecker scharf. Mega. Alter. Du hast ja Reis gut damit. Nimm dir so einen Lappen. Hammer. Mega lecker. Was hast du da jetzt? Ich habe eine Nudelsuppe mit Gemüse, weil ich ja Flexitarierin bin. Wo noch Platz? Da. Was ist das? Noch ein bisschen Platz. Noch ein bisschen. Wir müssen irgendwas aufessen. Danke. Guten Appetit. Dankeschön. Ich glaube, noch eine. Ich glaube, keine Vorspeise. Was ist das? Das Lipgloss habe ich bestellt. Das ist meins. Lipgloss. Vergessen. Wir brauchen kurzes Rind im Hals gehabt. Wir brauchen jeden Zentimeter hier. Ja, das stimmt. Wow, dieser Tisch. Um jeden verdammten Zentimeter habe ich gearbeitet die Woche. Ich schmeiß das einfach hier mit rein. Geil. Super. Das ist lecker. Hammer. Ihr wart aber alle beide schon mal hier, ne? Genau. Also Dennis, du auf jeden Fall, aber die habe ich gehört, aber. Ja, und du ja auch. Die haben da hinten halt, das ist ja den Tisch, den halt die Leute mit dem Tisch, weil ich glaube, du machst es schon da sehr häufig so, dass du, jeder ist von jedem. Ja. Und das wäre natürlich mega gut, wenn wir das drehen können. Ich habe auch gesehen, da gibt es noch einen anderen Tisch in der Nische, den hätten sie uns auch schön geben. Ja, stimmt. Ist egal, so sind wir im Leben. Das mit Astro. Ey, dieses Pak Choi ist sau lecker. Ja? Mega gut, ja. Pak Choi. Ich würde mir hier so. Oh, so, der lässt er. Der lässt er immer besser. Nee, das wird auch Zeit. Danke. Was sind das? Mini-Quallen. Mini-Quallen. Ja, das musst du ja auch mal sehen. Schweingall hast du bestellt, oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Leute, ihr seht das mal, was hier alles gibt. Das ist unglaublich. Ich glaube, es war kein Fisch. Nee, es sind keine Quallen. Ist kein Fisch? Nee. Das da nicht? Nee. Oder? Nee. Also, ich gucke gleich nochmal in die Karte, bevor ich dir hier was intravenös einflüße, was dich später zum Verlieren... Das hat Krogi schon mal nicht gemacht. Ja, eben, ja. Ja, aber dann heißt es am Ende wieder, ich konnte ja auch nicht gewinnen, weil ich hatte ja Fisch gegessen. Okay, ich sag's, was ist. Also, wenn ihr verliert, gehen wir zum Tätowierer. Direkt nach der Sendung. Ja, über die Strafe habe ich auch nachgedacht, aber ich fand die etwas zu extrem, muss ich sagen. Und dann dein Gesicht, oder was? Mein Gesicht. Ganz klein. Würde ich das machen? Wenn ich beide jetzt sagen würde. Also kommt immer drauf an. Ja, kommt auf die Größe. Wenn ich dir, denn aussuchen darf. So. Für Kuchen free. Würdest du machen? Also ich bin nicht abgeneigt, komplett dumme Sachen zu machen. Mhm. Also deswegen kommt immer auf die Situation drauf an. Okay. Da gehe ich erstmal mit, ja. Aber ist das Motiv vorgegeben? Aber. Ich werde wahrscheinlich Durchfall kriegen von den Schmerzen. Ja, mein Problem ist eher, dass ich dann immer so ein Symbol habe. Was hast du dann? Immer habe ich irgend so ein Symbol, oder für was ich mich halt entscheide. Nimm noch ein ungeliebtes Kreuz. Ja, das ist zeitlos. Das wäre wirklich geil. Klappmesserball ist jetzt Goss geworden. Dönerhandschuh. In der Skill-Arena. Oh ja, aber so ein kleines Butterfly, vielleicht so diese Größe, hier so auf meinen Handrücken oder kennt so. Kennt ihr noch David aus der Regie? Der hatte hier so ein Messer am Unterarm. Ja, aber ganz Unterarm. Ganz ja, ganz nee, das ist mir zu groß. Ich will ja, es soll so ein bisschen anders Statement sein. Na gut. Hat jemand eine Tattoo-Idee vielleicht? Auf jeden Fall keine Runen. Wie viel Geld müsste man euch geben, damit ihr euch einen Arschgeweih tätowiert? 5 Euro. Okay, das ist ein fairer Preis. Endlich fragst du. Nee, ich weiß nicht, vielleicht
Es kennt ihr jemanden, der eins hat? Finde ich interessanter. Nein, ich kenne keinen. Weil ich kenne eine, habe eine Person dann gekannt in Nürnberg, aber eine. Dennis, du? Nee, ich tatsächlich. Ach, guck mal, das ist doch genau meine Zeit. Ja, genau, deswegen in deine Richtung eher, ne? Das stimmt. Ich hätte damals mir so gerne als Mann. Doch auch. Ja, ja. Na ja, gut, du kommst zum Dorf, aber keine Zeit, so viele Tätowierer. Nee, leider, oder? Wir hatten nur Tribals. Tribals und Arschgeweih, ist doch klar. Bräuche tätowieren. Ja, so ein kleines Burgerbrötchen würde ich mir tätowieren, tatsächlich. Nee, ich denke den Schriftzug. Oder so. Ich sag euch, warum ich keine Tattoos habe. Ich bin nicht gegen Tattoos. Ich finde die durchaus ästhetisch. Nur ich verändere mich zu häufig. Also wenn ich mir überlege, was ich vor 3 Jahren, wo ich mir sicher war, ey, das tätowiere ich mir, das voll meine Identität, das finde ich heute so scheiße, dass ich würde mich so ärgern. Ich finde fast nichts quasi, was, wo ich denke, ey, da stehst du noch in 3 Jahren hinter. Das Problem ist, das ist mit den meisten Menschen so. Nur die wenigsten sehen das so wie du. Ja, das stimmt. Ja. Oh ja. Da ist doch dieser Typ, der auch total abgeht und diesen Weltrekord auch haben wollte mit den meisten Tools und alles ausprobiert. Diese unter die Haut, plus Branding, plus da und da. Und der wollte so ganz viele Rekorde. Und dem ist auch letztens aufgefallen, ey, nee, shit, ich find's gar nicht mehr so geil. Und der war komplett im Gesicht. Oh, nein. Und der lässt sich das jetzt alles weglasern und sieht halt aus wie 180 Jahre oder so. Ja, nein. Dann lieber dran lassen. Und der ist halt Anfang 20. Oh, das ist das Lustige. Also, das heißt lustig, aber der ist nicht mal, sagen wir mal, schon ein paar Jahrzehnte am Ding und der wirklich scheiße. Ich kenne jemanden, den kennst du auch. Der hat auch, weil er sich so viel tätowieren hat lassen, auf einmal dem war es dann nicht so gut. Der hat einen richtigen Kreislauf oder so einen richtigen, ich weiß nicht, eine Art Vergiftung war oder so. Kenn ich, glaub ich nicht. Möchte jemand Glub-Glub? Ich weiß nicht, was da drin ist, ey, im Glub-Glub. Da ist Rind drin. Ja, gibt's doch. Willst du einen halben oder ganz? Nee, ein Drittel Glip. Ich nehme kein Messer, ich weiß nicht, ich krieg den. Nimm doch das Weinglas von Walle. Gib's ihm und teilst es auf deinem Teller. Wie soll ich das abschlagen? Ja, noch Stäbchen. Also, ich gebe dir das und dann den Rest, in der Hälfte, anderen Hälfte ist dann. Aber Vorsicht, dass es nicht immer glitt. Ah. Nee, nee. Du nimmst ja noch was. Nein, das bounce wieder hoch. Okay, Glip. Wir machen eine faire Glip-Abteilung, ja? Ja. Wow. Stark. Smooth gegrippt. Gegrippt. Oha, das ist eine Transaktion hier. Oha. Stark. Was habe ich zu investieren bei dieser Transaktion? Es sieht aber echt aus wie Dinge, die am Strand liegen und angeschaut werden. Ja, Glip-Glop. Hey, diesen Reis zu verbessern mit den Additiven, Dennis. Das ist toll. Ja, das ist mega, mega. Ja, ich probiere den Glip-Glop direkt mal. Ja, das ist das Beste. Das ist das, wirklich das beste Essen, was wir, glaube ich, jemals in der Skill-Arena haben. Das ist absolut das Beste, was wir hier in dieser Stadt bekommen. Wirklich, mit Abstand. Es ist wirklich mit Abstand das Beste. Es schmeckt ein bisschen nach Malzbier in einem Moment. Merkt ihr das? Ey, ich habe gerade so eine Anime-Situation. Ich fühle mich, als wären wir in einem Anime. Als würden wir gerade essen in einem Anime. Fühlt ihr euch auch so? Ein bisschen? Okay. Total. In der Mame fehlt. Ja, in der Mame fehlt, aber wirklich. Ich hätte es, gegeben. Ich habe mich aber nicht getraut. Nachher hätten die mich zur Arbeit verdonnert, weil ich schon Arbeit von schon. Auf das Glip-Glop bezogen fragt jemand, was ist denn das für ein Gummi? Sieht ja kriminell aus. Ja, das ist, was ist für ein Glip, ey? Ich weiß es nicht, aber sehr leckerer Glip. Interessante Konsistenz. Was ist das denn bitte? Das ist ja Hammer. Welche Nummer war das? Z8. AH10. 15. A15. Das ist ja Hammer, ne? Alter. Irre. Merke ich mir. Heftig. Keiner traut sich an die Qualität. Doch, die esse ich später noch. Ich glaube, du hattest, nimm noch mal Soße. Ja. Und nimm mal, schmeckt ein bisschen nach Malzbier. Ja. Witzig, ne? Mhm. Geil. Oh, die ist geil, die Soße. Witzig, ja. Die braucht man dafür. Witzig, ne? Nee, ich habe ja, noch ganz viel Fleisch. Ich wollte meinen Reis auch noch gut machen. Könnte ich noch mal dein Additiv bekommen, bitte? Wie viel Zeit haben wir noch, um das zu essen? Ich hoffe lang. Ich würde sagen 20, 25 Minuten. Nur noch? Chat, ihr findet das auch gut, wenn wir Freude haben, oder nicht? Sonst fangen wir später an, wenn alle sagen, dass wir anfangen können. Wer ist dafür, dass wir die Skill-Arena ausfallen lassen? Chat, ihr auch? Nur weil du Angst hast zu verlieren. Ja. Ich bin noch bin ich Leader. Ne? Können wir heute ja mal gucken. Glaube ich. Also ich weiß es nicht genau. Aber wir haben ja schon mehrere Staffeln abgedreht.
Das, was ihr gleich seht, ist ja eine Wiederholung. So, wir wissen ja, was abgeht. Staffel 5 war krank, Leute. Krank. Dieses Tattoo, das ich jetzt habe. Eigentlich ja. Eigentlich könnten wir mehrere vorproduzieren und immer nur noch mal essen gehen an dem Abend. Das ist genial. Habe ich jetzt nicht laut gedacht, das ist aber genial. Wäre mega. Ja. Nee, aber dann würden so Sachen wie Chat entscheidet und so ja nicht mehr gehen. Das ist schon ein wichtiges Element. Ja, natürlich. Ein bisschen reif wäre noch gut, ja. Natürlich. Ja, damit wollte ich sagen, Leute, ihr seid ein wichtiges Element der Sendung. So, Bella, wenn du unsere Kumpel ziehst, stellst du nochmal Reis nach? Mhm. Ich hab zwei Gabeln, zwei Löffel. Entschuldigung? Ja. Wir hätten gerne noch einmal Reis, bitte. Ja, gerne. Eine kleine. Ich habe mal in einem Hostel, da konnte man sich immer Reis umsonst holen. Wo? In einem Hostel? In Australien, in Adelaide. Da konnte man sich immer Reis an der Rezeption holen. Gekochen? Hallo, Reis? Nee, einfach zum selber kochen dann. Einfach so. Reis. So. Aber for free, oder was? For free, ja. Du bist mit so einer Tasse hin oder mit einem Eimer und hast dann immer Reis bekommen. Okay, okay. Ich habe es wahrscheinlich auch ähnlich teuer wie Wasser oder so. Ne? Also wahrscheinlich. Ja. Oder ist einfach nett gewesen. War aber auch, man muss es ja sagen, vor 13 Jahren. Also wir haben die das jetzt auch geändert mit dem Strom. Heute Reis 57. Ich kaufe mir immer so einen 20 Kilo Sack rein. Mhm. Und das letzte Mal hat meine Frau das gemacht. Ja. Und sie hat aus Versehen leider die Falsche, sie hat Reisbruch. Oh. Ja, das ist das, was unten überbleibt, wenn du im Silo, das heißt, wenn der ganze Rest. Das wird nicht mehr so richtig für die Schweine quillen. Doch, nee, eigentlich ist der gar nicht. Aber ja, ganz genau, ist eigentlich Zielfutter. Jetzt 20 Kilo Reisbohren vor. Jetzt nur noch 10, weil langsam geht er. Aber kocht ihr viel? Kocht ihr viel mit Reis? Ich bin immer so. Super, danke. Alles okay. Mega. Alles perfekt, das ist wirklich lecker. Okay, Chat, neuer Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir die Skill-Arena ausverlassen würden und dafür aber direkt zum Tätowierer gehen? Was? Zu Five Guys? Direkt zum Tätowierer. Five Guys. Direkt zum Tätowierer. Bei Five Guys. Ja, okay. Na, du musst ja immer Alternativen anbieten. Ja. Alternative anbieten? Mhm. Das ist geil. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben mit der Schärfe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ja. Du brauchst ja Reis zum Strecken. Ja. Den können wir auch noch ein kleines bisschen mit. Willst du noch? Hier. Würzen, meine ich. Oder? Nee, ich habe hab ja noch. Was, hast du schon Bok Choy? Nee, nee, ich habe die Soße nicht gehabt. Ich reich dir mal hier das rüber. Danke. Ah, das sieht alles. Ja, gerne. Schmeckt mehr. Hammer. Gib ihm Soße mit, bitte. Und Soße. Soße bitte, ja. Hammer. Oh, geil. Danke. Das ist wirklich Hammer, Bok Choy. Viele wussten das ja nicht, dass man auch Geschmack ohne tote Rinder haben kann. Aber es ist möglich. Oh ja. Wir sind im Mann-Bar, ja. Aber Reiskocher-Reis ist geil, oder? Der echte? Der ist jetzt ein bisschen feuchter als der eben. Ist das gut oder schlecht? Eigentlich schlecht. Okay. Der Pak Choi ist Hammer. Ja, der Pak Choi ist Killer. Der weiß das auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier viel guter Mann drin ist, Chat. Mhm. Ernsthaft jetzt. Es schmeckt wirklich gut gewürzt im Sinne von echte Produkte. Ja, ja. Echt gekocht. Also es schmeckt nicht wie das asiatische Essen, was man in jeder Ecke findet. Für den Mittagstisch für 4,50. So schmeckt es tatsächlich null. Das Fleisch ist auch viel zu gut, viel zu zart. Du kannst es lutschen. Du musst nicht kauen. Ehrlich. Es ist Hammer. Und alles ist gleichmäßig gegart, würde ich behaupten. So, das hast du ja sonst nicht am Mittagstisch. Dennis, weil der Vorschlag gerade im Chat kam, würdest du dir eine Pizza stechen lassen als Tattoo? Ich kleine, dann Pizza-Belag. Kleine Salami-Pizza oder so. Dennis, hast du ein Tattoo? Du hast doch vielleicht schon eins. Ja. Oha. Wie wär's? Aber eine Pizza? Ne, ich glaube, ich weiß ja nicht. Die ist ja bunt dann, oder? Oder musst du die als schwarz-weiße Scheiße? Hast du ja nicht. Die ist schon richtig schön bunt. Wohin denn? Wo macht man sich denn eine Pizza hin? Also vielleicht so, da, wo eine Armbanduhr normalerweise wäre, dass du immer so auf deine Pizza gucken kannst. Das ja, ganz gerne. Ja. Ein riesen Joke. Eine Pizza. Nee, die Pizza, das ist lame. Also das Thema ist für mich zu ernst. Ja, also Pizza ist wichtig.
und da so einen albernen Gag draus zu machen, aus einem ernsten Thema. Der Spaß ist aber ein Teil deiner Identität, das wirst du niemals bereuen. Ja, das stimmt, aber keine Ahnung, nur wenn du jahrelang Polizist bist oder so, kategorierst du dir auch nicht die Polizei drauf. Ja, aber du bist ja nicht Pizzabäcker. Nee, das stimmt. Ich habe inzwischen zwei Gabeln in meiner Suche. Wie wär's denn, wenn die Pizza Meta wäre? Das heißt, die Pizza ist der Tätowierer, also so eine Pizza, die Tätowiernadel hat, und du bist auf dem Tattoo mit auf dem Sitz. Also die Pizza tätowiert dich auf dem Bild, aber du wirst natürlich von Menschen tätowiert, weil Pizzen können das ja nicht. Achso, dann nicht. Das ist am Anfang, ja. Weißt du? Das ist so ähnlich, weil ich wollte immer schon mal ein Bild haben von einer Zigarette, die sich selber raucht. Mhm. Weißt du? Mhm. Habe ich auch nicht gefunden. Kann ich das nicht Rob Boss malen? Ja, bestimmt. Das wäre schön. Schreib mal. Ja, Rob Boss macht. Ich kann nicht schreiben. Die rettet sich sehr. Die muss sich ein paar Rippen rausnehmen. Oder? Marilyn Manson. Ja? Die Marilyn Manson. Sweet dreams are made of dreams. Marilyn Manson war früher richtig geil. Hammer. Absoluter Premium-Fan bin ich nicht gewesen, aber fand ich schon gut. Ich fand's auch cool. Ja. Ich fand das Bild neulich cool, wo er aussah wie Nicolas Cage, der aussieht wie Marilyn Manson. Ja, lange nichts mehr gehört von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Von Marilyn. Krogi, was ist los mit dir? Hab jetzt kein Video mehr für Krogi. Hab nichts getrunken heute. Ich bin in ausgelassener Runde. Ich bin privat. Ich hab's gesagt. Pre-Show bin ich privat. Gleich am Sender. Da haben wir wieder ein ganz anderes Facetten. Ich verstehe das. Free. Ja. Free. Privat. Privat. Privat ist es. Privat. Hast du was gespürt, Walle? Bei 8 Jahren Rocket Beans, hast du was gefühlt? Ich fühle nichts mehr. Dead inside? Ja, worauf bezogen? Acht Jahre, Geburtstag meinst du? Ja. Geburtstag. Ja klar, ich hab mir eure Sendung angeguckt. Ich finde, du hast das sehr stabil gemacht, war aber enttäuscht, dass du so ein Betrüger-Typ sein musst. Ich war kurz davor, mich zu ritzen danach. Ja eben, ist ja gar nicht so deine Rolle eigentlich. Du bist ja eher der Nette. Deswegen, dafür war ich sehr beeindruckt, wie sympathisch du das dann gerockt hast. Ja, war ein netter Abend. Ich habe im Chat mit den Leuten gehangen und das geguckt. War nett, ja. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben beim Abhängen mit den Leuten? Und das Dancen später bei Dosenbeats. Die Leute sind richtig ausgerastet. Ja? Ja, ein bisschen unangenehm war der Übergang von der Geburtstagsshow in Dosenbeats, weil da war die Tanzfläche erstmal noch mega leer. Mhm. Und wirklich nur irgendwie Sophia und Silke haben irgendwie stabil die Tanzfläche gefüllt. Aber dann, und ich wusste natürlich genau warum, der Chat wusste es auch ganz genau, brauchten die Leute noch ein bisschen draußen Zeit, um dann schön im Modus zu sein, um alle gemeinsam zu dancen. Und das hat dann aber gut funktioniert. Dann waren plötzlich 20 Leute da am Dancen. Hatten viele Leute Sonnenbrillen auf? Oder? Ja, alle. Achso, jetzt verstehe ich das ein. Die Draußenzeit. Die Draußenzeit. Der Chat wusste ganz genau Bescheid. Ja? Ja. Beziehungsweise... So seid ihr drauf, Chat. Beziehungsweise, ja. Wieso ist keiner unsere... Glubby Glubschis? Keiner hat sie getraut, das hat immer so ein Glubby Glubsch. Fallen. Komm, mach mal. Hast du schon? Ne, dann habe ich nachher eine Strafe. Können wir die einpacken lassen. Nee, aber die sind ja lecker. Nein, nimm so einen Glubby Glubsch. Nee, mach mal ein bisschen. Nimm den Glapp, probier den. Ja, dann mach ich es. Nee, da ist Brokkoli drin oder so. Also, wenn da kein Fisch drin ist, esse ich den. Ist da Fisch drin? Oh, Entschuldigung. Wow, wow, wow. Ist da Fisch drin? Wollen wir das vielleicht mal abchecken? Okay. Du willst einfach nicht zocken halt, ne? Komm doch nicht. Warte mal, den Glapp. Komm nicht mal, komm doch nicht. Und? Vielleicht Hühnchen. Ich glaube, das ist kein Fisch drin. Nee. Schmeckt nicht nach Fisch. Schmeckt 0,0 nach Fisch. Da hat irgendjemand was ohne Fisch bestellt. Zeichne einen guten Fisch aus, finde ich. Mhm. Ja? Weil dann weißt du, wie Fisch schmeckt. Weil ich es riechen kann. Ich glaube auch, dass du ohne. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es war, aber ich glaube, du hast ohne Fisch bestellt. Ich glaube auch, ja. Ansonsten merke ich es gleich. 2-3 Minuten. Aber woran? Dicken Hals. Und dann wachsen nämlich hier Kiemen. Ja. Transformieren er zu Crockfish. Aber
Hammels Aquarium. Motiv zu Kevin Costner. Gib mir deinen Samen. Das war ein guter Film. Ja. Das war ein guter Film. Der ist voll gefloppt. Ich fand den mega. Der hat einen geilen Soundtrack. Ich hab den auf CD. Ja? Ja, mega. Ich hab den leider noch nie gesehen. Nur aus echt nicht? Nein, leider immer so auf ProSieben und so. Der hat 5 Trilliarden gekostet oder so. Noch 2 Leute haben im Kino gesehen. Ja, ungefähr, ne? Das war ein super. Oh, ich hab noch nicht gehört, was The Room eingespielt hat. The Room? Damals. Was ist The Room gewesen? Kenn ich nicht. Das ist ja dieser Film, der war also... Ich habe das Remake gesehen mit Dings, mit dem Franco. Ist auch so ein schlechter Film, der wurde auch also ich schick dir mal was. Weil der hat, glaube ich, auch. Nee. Quatsch einfach. Also. Und ich glaube, der hat auch unter 1000 Euro eingespielt. War das nicht ein Nerdquiz, eine Frage? Ach, warte mal, The Room, ist das nicht der mit. Wie heißt der? Marc. Also, hey, Marc. Oh, hey, Marc. Wieso? Tommy. Ganz Weizel. Ja, ja, ja. Nein, kann mir noch keiner. Also, hey, Marc. Genau. Und ich glaube, der hat das, glaube ich, war ein Nerdquiz bei Gregor. Unter 1000, Schätzfrage. Ach, stimmt, und da gab es ja das. Und das war ja, der kam ja gar nicht. Frank, genau. Ja, und dann gab es das Remake mit Frank. Und du hast das Original nicht gesehen? Das Original, nee, nur über das Frank im Nachhinein ein paar Szenen mal, aber ich glaube, nachdem ich das Franco gesehen hatte, musste ich das Original nicht auch noch sehen. Aber weil würde das ich auch ist noch mega machen. Krass, wie er den, weil der ist, wie er ihn nachspielt, ist schon mega geil. Den kannst du doch eigentlich gar nicht gucken, wenn du das Original nicht kennst, weil der ist also. Man sieht am Schluss, zeigen die ja auch nochmal das genau. Vergleichsszenen. Ja. Da ist er, Tommy Wiseau. Ja, der ist auf jeden Fall unter 1000 Euro eingespielt. Glaube ich. Wie viel war Waterworld? Wie bitte? Wie ging Waterworld nochmal, die Story? Die Story war überall das Wasser. Ja. Und dann kommt der Typ, klaut ihm seine Orange. Und dann versucht er, die Orange zu finden, den ganzen Film über. Dann kommt Dennis Hopper, hat einen Typen im Tank sitzen, der ihm immer den Tankstand sagt. Und Dennis Hopper explodiert am Ende oder so. Beste Summary. Das ist glaube ich, Waterboy. Mach bitte einen eigenen YouTube-Kanal auf, wo du nur Filme zusammenfasst. Das ist ja überraschend. Tada! Und dann einfach isst. Das ist einfach nur so. Geil. Das will ich. Danke. Das war sehr viel Wasser in dem Film. Ein mega Soundtrack. Ich habe bei dem Soundtrack meine Fahrtprüfung gemacht. Wirklich? Ja. Ey, geil. Jetski oder was? Wirklich? Ja. Apropos, lass das mal als Pre-Show machen. Jetski fahren. Ist geil. Ja, aber hier auf der City. Ja, eben. Hier direkt in die Ecke. Ja. Dabei können wir auch ein Sandwich auf dem Jetski essen. Wir nennen das Hamburg Drift. Okay. Ich mach. Ich find's auch gut. Jetski City. Im Sommer meinst du das? Weil wir haben kein Licht jetzt. Ey, wir jetzt ist es. Weißt du, welche Firma das ist? Safe Mount Red Bull. Die, sowas, die haben das bestimmt schon gemacht. Ja. Das ist so, das hört sich so Red Bullig an. Bin ich auch, ja. Lass uns das mit anderen Energy Drinks machen. Ja. Reden draußen. Reden draußen. Maximum G von Rewe. Ja. Alter. Das ist King Kong. Alter, also, T4000 gibt's auch. T400. Aber das, ja, das hat man den. Hey, das klingt ja wie. Mit Rasmaninov und T400. Perfekter Abend. Ja, Im Jutz. Schönen. Wodka E. Das klingt eher sowas wie zum Schmieren oder so. Hier WD-40. Ja, ja. Weißt du, dass wir in der Werkstatt der Firma Caramba 70 haben? Nee, das ist dasselbe wie WD-40, aber es ist Caramba 70. Das ist ja total geil, der Name. Ja. Aber kann man auch schnell verwechseln, wenn man sich da was mixt, irgendwie Wodka mit Caramba 40? Wie geht das? Caramba 40 hört sich echt lecker an. Finde ich auch. Dazu ein bisschen Sahne, Caramba 40 und Sahne. Weil beides auch so sprühig ist. Sprüh. Nimm doch eure leckeren Oktopus-Taschen mal. Nur damit ich nicht mehr Panik haben muss, dass dann will ich Fisch drin. Ach so, meinst du ja. Meine ist gar nicht Fisch drin, aber wäre ganz leicht. Ich hätte nicht gehofft, dass ihr nicht aufesst, dass ich irgendwas mitnehmen kann. Aber nein, alle haben auch. Oh. Ja. Willst du es wissen? Ist schon. Nee. Voll lecker. Ich mag. Ist es das? Hm? Ich habe einfach so viel, es wird schon gehen. Okay. Also ich mach gleich ein kleines Nickerchen bis 22 Uhr, ja? Und sagst du gerne, was du sollst. Boah, das brauche ich auch. Nee, ich will es aber nicht wissen. Also schmeckt doch ein bisschen fischig für dich? Ich hab's ja auch gesehen, was es ist. Ich hab's mir ja angeschaut. Ach so.
Ich habe auch gesehen, ich anders bestellt, aber. Ja, was ist denn nun? Ich darf nicht sagen, ich werde es nicht sagen. Ja, ich will es nicht wissen. Ach so, oh. Ich werde es dir später sagen, was da drin ist. Oder du isst es ja einfach und sagst halt nichts, genau. Ist das real jetzt gerade? Es sind Haihoden. Solange es keine Fischhoden sind. Okay. Ja, aber Haie? Solange es keine Fische. Haie sind, glaube ich, keine Fische? Naja, es sind, glaube ich, Insekten. Ne? Ey, wie geil wäre das, wenn Haie Hoden hätten? Das wäre nicht unten. Das, wär so, das würde so passen. Ey, die werden so die alle weggrabben. Zwei so männliche Haie Hoden an so einem Ball. Die schon gefährlichen Haie. Und dann das Cover von. Nirvana. Nee, nicht von Nirvana. Wo bist du jetzt? Ich würde das Cover von Nirvana, da wird dann ein Baby so ein Hai. Ach so. Das sieht man ja auch in kleinen Penis. Ach so, nee, ich wollte. Ich bin nicht gespannt. Von der weiße Hai. Der kommt auch von unten, dreht sich um und sagt: Ach Gott. Und dann Balls, nicht Jaws drüber. Balls. Kennst du das bei Hyänen irgendwie? Die werden die reinbeißen, immer zuerst in die Weichteile beißen, weil die am leichtesten weggehen und die beißen immer in die Flöten als erstes bei ihren Opfern. Bei der Jagd oder wenn? Nee, wenn sie dann essen, wenn das so einfach als die Delikatesse an. Hyänen. Ach, Hyänen. Ja, die beißen ja zuerst die Balls weg. Wer ist das? Hyänen. Wer ist das? Ich bin gerade nicht überrascht, dass Hyänen sind. Aber dann. Wer ist das? Das ist ja eine Grundsatzfrage, wenn du auch Menschen fragst. Isst du erst beim Essen das, was du am liebsten magst oder das zum Schluss? Und Hyänen scheinen die gierige Fraktion zu sein, die das Geilste zuerst ist. Aber oft hebt man sich was auf, wenn man keinen Hunger mehr merkt. Scheiße, stimmt, ja. Auch ein Punkt. Genau, das denken die dann auch. Ey, das ist das lieber zu Ende, da habe ich keinen Hunger mehr. Ich lebe mal weg. Esse ich jetzt den Zebra-Schwanz oder den Löwenklöten? Es gibt Reis. Baby. Reis. Wer kann so ein bisschen Reis mitnehmen, Dennis? So, ich muss noch mal fragen. Ja. Sind das bestimmte Fische, gegen die du allergisch bist? Guppies. Kleine die wunden Guppies. Aber erst in der vierten Inzest-Generation. Ich habe mir jetzt, meine Logik ist jetzt folgende. Ich esse so viel, dass der möglicherweise Giftanteil so reduziert ist, dass, weißt du? Ja. Wie Leute, wie so ein trockener Alkoholikermann. Du musst den ganzen Reis noch essen. Okay. Smart. Also es darf nur nicht lange im Hals bleiben, weißt du? Das ist so. Ach so, im Hals ist das Problem. Jetzt im Magen ist es safe. Keine Ahnung, schätze ich. Da ist ja Säure drin. Ja. Der zerstört eigentlich alles, das stimmt. Na cool. Oh, ich bin aber schon voll. Der macht doch eine gute. Nur eine Suppe, ich weiß gar nicht, wie wir das. Wie geht das machen? Einmal zeigen, Suppe. Ja, die ist ja jetzt schon geplündert. Soweit ist relativ geplündert. Nee, aus wie. Ja, im Mann war und ich hab die lämste. Weißt du, pass auf. Ja, war bestimmt geil, ja, ne? Mhm. Ja, aber gut. Wer scharf macht, kann noch ein bisschen Hotness reinpacken, aber. Wie hat es dir geschmeckt bislang, Valentin? Ganz fantastisch, muss ich sagen. Ist aber auch wirklich jede Menge. Ich bin sehr voll gefressen und bräuchte jetzt eher ein Nickerchen. Ich bräuchte jetzt. Stop it, ich bräuchte jetzt keine Bräusche, sondern ein Nickerchen. Denn ich muss ja noch gewinnen und brauche Energie und die habe ich eigentlich gerade nicht mehr. Wie man kennt das nach dem Essen. Schmeckt es dir oder hat es dir geschmeckt? Ja, schmeckt lecker. Danke der Nachfrage. Ah. Was war die größte Enttäuschung heute an diesem Essensabend für Valentin. Dich? Valentin. Ja, auch mir schmeckt es. Die Show hat ja nicht mehr angefangen. Wer ist es noch? Pak Choi im Haus. Wir haben hier Wasser, Suppe und Pak Choi. So viel Flüssigkeit. Noch Pak Choi? Danke, Patrick. Pak Choi ist aber geil. Ey, wenn wir das gleiche Auto zurücknehmen, ich sage, wir passen da nicht rein. Ihr kennt unser Auto noch nicht, weil du kennst es auch. Chat freut sich. Kennst du diese Filme, wo sie in so kleinen Kugeln reisen, in so Zukunftsfilmen, wo jeder so eine Ein-Mann-Kugel sowas sagt? Nur nicht, also wir haben eine Kugel für vier. Genau. Oh, damn. Nur gucken, wie alles hintergeht. Ja, aber wart ihr auch in so coolen unterirdischen Tunneln? Ja. Nice. Du kamst dir so vor. Ich hatte mein Fenster hinten, war so groß. Wir waren im Hyperloop. Ja, stabil. Ich bin sehr gespannt. In irgendeinem Flipper. Medieval Madness! Richtig geil. Das wird richtig gemütlich gleich. Hast du wieder gepinballt irgendwo? Ich geh schon mal zahlen, was? Nee, ich will's ja nirgends. Gibt's nicht mehr hier.
Der war Komet. Ja, der war so ausgeleiert. Das stimmt. Der hat die Bälle nicht mehr nach oben gekriegt. Der war so ausgeleiert wie die Bordsteinschweine hier in den Seitenstraßen. Chip, chip. So ist es. Leute, das hier mal, das ist schön. Die Damenpferde, ja. Ich glaube nicht. Die zahlt nur. Ich glaube, die wäre traurig, wenn der Kranke. Danke. Dankeschön. So, wer wird den letzten Döpfchen glaubt? Ich würde auf jeden Fall noch mit dem Teil. Der war so lecker. Das war ein super Glipflop, aber ich bin auch satt. Aber falls den jemand nicht mehr schafft, schreibt Stulle 8, lass sie den Rest doch einpackscheu. Einpackscheu? Das ist so ein Riesenwort. Mhm. Das ist gut. Hat der Hund eine Jacke? Eine Lederjacke? Ja. Der Stripper eigentlich. Ja. Ich mag das wirklich sehr mit euch in diesem Restaurant. Mhm. Es ist einfach gutes Essen. Man hat auch mal mit dieser Hetze. Mhm. Sonst haben wir immer diese Küche und eine Essenshetze. Ja, extra. Wir haben gesagt, ey, lass eine halbe Stunde vorher essen. Mhm. Dann kann Walle eine halbe Stunde zu spät. Jetzt sind wir wieder hier. Das stimmt nicht. Ich war der Erste hier am Laden. Ja, stimmt. Nachdem wir eine halbe Stunde am Campus auf dich gewartet haben. Wie wart ihr denn am Campus? Ja, der Rocket Beans Campus. Sind fürs Studium eingeschrieben wieder? Ich habe schon mal den Chef mitgebracht. Hallo, guten Tag. Hey, alles schon gut vorbereitet. Ja, super, ja, super. Erstmal warm. Sehr lecker. Er wollte wissen, was wir gegessen haben. Ich habe es vergessen. Was also, ihr hattet Rindfleisch. Zwiebeln. Ja, okay. Ja. Mhm. Pak Choi. Ja. Nudelsuppe, genau. Ja. 52, also mit Garnelen. Ja, okay, ja, gut. Cool. Ja. Vorspeise. Und das war der größte. Wir haben noch mehrere Sachen da, frittierte Sachen. Die ganze Vorspeise. Ja. Die ist mega gut. Das sind die Tapas, die chinesische Tapas. Ja, man kann eigentlich, wir wollten so ein bisschen, nächstes Mal essen nur. Einmal Hallo sagen hier. Einmal Hallo sagen. Einmal in die Kamera, hallo. Nee, einmal hier. Hier, einmal rüberkommen. Hier, zu Dennis. Hier ist der Chef. Hier ist der Chef, ist da. Hallo, hier, guten Abend. Super gut. Mega geladen, mega. Kommt hier rein, Mann war. Kommt vorbei. Kommt vorbei. Ja, danke. Also vielen Dank. Ja, super. Und in eine Parteile. So auch, klar? Ja. Ja, ganz schön anstrengend ist. Ja, ist so. Okay, danke. Ja. Schönen Abend noch. So, jetzt kriegen wir tatsächlich noch Alkohol. Ich nehme nur... Dann ist du noch ein kleiner Schritt und Krebs kaufen hier in der Seitenstraße. Ich fahre das Auto. Auf Filmkosten? Auf Filmkosten. Ich hab die Handkasse. Ihr kriegt meinen Schnaps, ich fahre das Auto. Ja? Mhm. Das ich kann es auch zurückfahren, aber nee, ich ist ja Quatsch. Ist kein Witz, das ist real. Da bin ich leider real. Ja? Das ist nicht geil. Ich trinke zwei. Danke. Gott sei Dank. Ich wollte nur sagen, dass einer... Autofahren mit mir. Genau, ich wollte nur sagen, dass einer nimmt. Das stimmt. So. Weil das musste ich einmal explizit sagen, auch jetzt, nicht, dass die Leute denken, Alter, was ist da los? Ja? Danke. Okay. Ist die nicht die Killer-Arena? Es ist nämlich die Pak Choi Arena. Ich bin aber auch gegen irgendwas allergisch hiervon. Ich merke das immer daran, dass meine Nase dann so übelst juckt. Nee, es ist nicht so ein Halsproblem. Pak Choi? Warum sagst du sowas gerade? Es geht ja um meine Nase. Dennis, du musst es heute allein stemmen, glaube ich. Ich merke das wirklich immer daran, dass ich so ein Kribbeln in der Nase bekomme. Und ich weiß nicht, gegen was ich allergisch bin. Ich habe nie so einen Allergietest gemacht. Skill. Es gibt Skill-Allergie. Du merkst es. Oh Mann. Ich bin bei meinem Allergietest, den ich einmal gemacht habe, bin ich direkt ohnmächtig geworden. Durchgefallen. Direkt durchgefallen. Allergisch gegen Allergietest. Der Übergang, wo ist es? Heute ist Skill Arena Spezial. Bella vs. Denzel. Okay, ich hab euch ein Spiel mitgebracht, das heißt Solitär. Ja. Oh ja, man. Komm, ein Team. Nehmt's runter. Bitte schön. Dankeschön. Ja. Dann? Auf dich.
Aber auch aufpassen, ne? Ja, ja, ja. Okay. Okay. Das ist länger, ich hatte Wasser. Eine Dachse. Auf Mann war. Warte, ich stoß mit an. Ja, aber ich trinke. Genau, danke. Prost. Auf Rogi, Prost fürs Fahren. Prost. Schön zu sehen. Jesus. Was ist das denn? Ich weiß es gleich, warte. Boah, ist das so ein Reisschnaps? Ja. Weißt du, was drin ist? Auf jeden Fall Schnaps. Ich sag euch, wo das drin ist, der Geruch. Im Edding. Das stimmt, ja. Das ist halt wirklich was von Edding. Es ist stärker als erwartet. Aber irgendwas ist halt versteckt drin. Ich schmecke einfach nach Alkohol. Aber sehr pur. Ja. Es ist schon stark. Wie mein Limoncello, der nicht so gut wurde. Schmeckt ja auch so. Sake. Sake. Ist das nicht auch japanisch? Leute, wir sind hier im Chinesen. Das ist ein komplett anderes Land. Jetzt kann jeder mal. Ist Sake nicht japanisch? Wahrscheinlich sind die Asiaten das nicht so eng. Ohne Scham. Okay, du bist doch auch kein Franzose. Ich mag auch Bakerien. Ja, hier mit der Bräuschfrisur. Oh, das ist tatsächlich einfach fermentierte Bräuche, das kann auch sein. Ja, das hat sich die Franzosen aber nicht beschwert. Frangelico, ja, nein, es war kein Frangelico. Mir reicht der eine, ich glaube, das will. Das kleine Wasser reicht mir. Ja, packen wir irgendwas ein. Das esst ihr noch, hoffe ich. Ich esse das noch. Mhm. Ich beeile mich. Weil wir mit dem Auto laufen. Jetzt, aber jetzt noch. Das ist. Euer, mich erinnert es an irgendwas. So ein Gift, was sich verteilt. Mensch, Leute, euer Edding-Wein ist. Der Edding. Guck! Jetzt schon mal. Ist nicht weniger. Ja, das ist okay. Du brauchst dein Augenlicht nicht in der Regie. Ja, ich nicht. Ihr sagt mir doch, wann die Punkte da sind, oder? Ja. Hey, den kriegen wir jetzt nicht zurückgeben. Nee, ihr könnt den nicht zurückgeben lassen. Das ist mir unangenehm. Ich trinke alle noch einmal. Es tut mir leid. Ihr müsst ihn einmal reinknallen. Ich weiß, es ist unangenehm. Das ist der Typ, der die ganze Zeit da sein grünes Gemüse gegessen hat. Ja. Ich fahr ja auch für die Augen. Bock Choice gut für die Augen. Ich fahre jetzt hier nach Hause. Aber das ist die Nettigkeit. Von einem kleinen Wasser. Dieser Kultur dürft ihr jetzt nicht vor den Kopf treten. Ich glaube, die sehen das nicht so cool. Du machst halt Fass auf. Ach, das haben wir nicht bezahlt. Das Fass bleibt zu. Nein. Ach so, nice. Das ist der Uso im Griechen. Deine Nase ist ganz rot schon. Da schreien die Leute auch. Aber ich hab's doch gesagt. Ja, ja. Es liegt nicht am Alkohol. Ich weiß, es wirkt. Oh Gott, jetzt so. Ist das unangenehm. Danke. Ihr seid beide sehr rot. Ja. Nur Dennis ist normal. Walle, wir sind Walli. Wir sind beide sehr rot, aber das sieht man hier nicht so sehr. Danke. Oh, ist das peinlich. Ich krieg kein Essen gehen hin, ohne was peinlich. Aber das ist nicht schon geklappt. Nee, aber für eine Allergie. Noch nicht. Bei einer Allergie darf man sich nicht schämen. Nee. No shame. Nein. Nein. Darf man sich nicht schämen. Außer, also es kommt drauf an, was für eine Allergie ich bin. Ja, das stimmt. Kann man sich für was schämen, wofür man nichts kann? Ja. Grundsätzlich? Ja. Das, die Gesellschaft macht das. Hat sie schon gerülpst? Nee. Nee. Aber ich habe Wasser mit Kohlensäure. Mach das mal. Der kommt doch mal. Könnt ihr jetzt bitte euren Getränk... Du solltest hier mal einfach so hingehen, ohne Kamera. Das ist echt lustig. Das Zeug da drin... Also ich empfehle euch, dass ihr nicht aufesst. Erst das Zeug trinkt und dann zu Ende aufesst. Ich bin fertig. Du wirst ja nicht bewusst. Normalerweise du hast ja Alkoholdämpfe da nicht so einatmen von, was ist ich, diesen Putz. Da wirst du fast bewusstlos von deinem eigenen Rübs, wenn diese Alkoholdämpfe wieder hochkommen in deiner Nase und du knackst. Morgens, ne? Vielleicht kannst du morgen mit der Zunge schwarz. Meinst du morgen auch noch? Vielleicht, also nicht nachdem, aber wenn man so morgen... Ja, kann ich mit meinem Atem morgen das Badezimmer putzen. Ja, ja. Ich kann so morgen mit so einer Edding-Zone... Hände desinfizieren. Oder Schrank. Ja, ja genau. Tschüss, Alan. Tschüss. Ja, hier. Ja, hier ist schon noch ein Wein. Du hast auch noch... Der war noch an meinem. Oh Gott, aber drei... Ja. Also ich hab den auf Ex getrunken, weil ich dachte... Ja, dachte ich auch. Du bist hier die Härteste am Tisch anscheinend. Ja, ich hab den doch auf zwei aufgeteilt. Wie passt das denn? Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Magie. Aber also eins sage ich euch. Ja, ich finde ihn auch noch. Also, das ist kein... Das sage ich tatsächlich nicht. Also, das ist kein Genießer-Schnaps. Ihr solltet das schon wegziehen. Ja, schon klar. Das ist nicht so, ich sipp mal und dann ist... Okay, seid ihr bereit? Okay, ja, let's go. Okay, Prost. Bro, cheers. Wir haben aber auch kein Wein und kein Bier. Ich hatte alles. Mein Sieg ist easy. Ja, wirklich. Ehrlich gesagt, dann ist es ein Tequila. Ja, ja das stimmt. Das war's. Tequila. Das ist weißer Tequila. Fehlt die Zitronen. Und der Edding ist halt reingefallen. Schwarz-rot-weiß. Schwarz-rot-blau. Ex und weg. Boah, ich hab mal eine Kombination da drauf gegessen. Liquid Edding. Liquid Edding. Der neueste Trend aus USA.
Sharpies. Ich brauche Sharpies. Mhm. Da ist ja noch so ein Täschchen. Oh Gott. Ich hätte mehr Frühlingsrollen schon. Ja, oh, stimmt. Mhm. Oder Dennis möchte das noch. Ich dachte schon, Krog, ich habe den Trinken aufgehört. Nein, nein. Aber jetzt noch eine Käsespritze? Das wäre richtiger Krog. Ich weiß gar nicht, was schlimmer, ob die nicht, also da war ich satter, glaube ich, und ich habe nur die Käsespritze gegessen. Käsespritze. Die war wirklich schlimmer als alles. Also das war wirklich das Schlimmste, was ich mir seit langem gespritzt habe. Ich glaube, dass wir auch sehr viel Cholesterin zu uns genommen haben. Cholesterin und auch Phosphate. Sehr viel Phosphate. Ich bin im Käsegame drin, ich weiß es nicht. Meinst du, der Schablettenkäse? Ja, ja, ich habe mich sehr viel schlau. Das war so ekelhaft. Ja, ich habe mich schlau gemacht, was für ekelhaft. Die Scheiße in Schmelzkäse drin ist, das ist auch noch nichts. Ja, 10 Minuten. So recht. Wir fahren 10 Minuten. Ist Käse nicht so gesund ist? Ja. Ist das so? Ja. Viele Phosphate. Ist das was anderes als normaler Käse? Ja, das ist ja nichts. Also Zitrone zum Tequila. Okay. Okay. Aber weißt du, was richtig gesund ist? Erdbeeren-Cocktailkäse. Cocktailkäse. Gesünder geht's im Leben. Ja, alle sagen das. Hey, ich will nicht hetzen, aber. Ja. Also, wir haben nacheinander. Wir müssen los. Noch einen trinken? Nee, ich will nicht hetzen, aber wir müssen jetzt noch einen trinken. Nee, lass uns los Richtung Auto, weil dann schaffen wir es fast bis halb. Geil. Fast bis halb. Fast bis halb. Wir sind alle jetzt besorgt. Gut. So, gehe ich mal raus. Hier filme ich mal den Boden wieder, Chat, dass du Bescheid wisst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, ne? Schönen Abend, ja? Danke. Tschüss. So. Ich glaube wirklich, das war Tequila. Oder? So, Chat, erzähl mir mal die Kamera. Ah, gegessen. Fresh. Fresh gegessen. Wie teuer war es? Weiß ich nicht. Also ein Gericht hat irgendwie 16 Euro gekostet circa. Also ein Hauptgericht. Also es ist kein 5 Euro Imbiss. Nee, aber genau. Dafür ist es halt mega lecker. Ich film gerade einen Typen. Nee, genau. Das war mega. Das war wirklich mega. Geschmacklich 1A. Und ehrlich, dass man mal in der Pre-Show auch sitzen konnte, fand ich richtig geil. Fand ich richtig Hammer. Die schicke Straße hier. Ja. Boah, und schon wieder so ein Edding. Zeig die Hall of Fame auf der anderen Seite. Was ist denn die Hall of Fame? Hall of Fame auf der anderen Seite? Was ist die Hall of Fame? Nimmst du dich? Ja. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst mit Hall of Fame, Chat. Wie wenig los hier ist in der Woche. Das ist krass. Digga, normalerweise ist hier wenig was, aber... Jo. Voll. Gut, Chat, wir gehen zum Auto. Wir müssen euch zu Rocket Beans, wir haben noch eine Sendung zu tun. Wir müssen auch real arbeiten. Hater würden sagen, wir haben noch nie gearbeitet übrigens. Ja. Das ist echt so. Will ich mal sehen, mag wer einfach essen geht und ja. Da ja, das stimmt. Also im Chat stand gerade, Walle ist so voll. Ich verbitte mir das. Ich bin halt ja, aber dann kannst du aber und werde das gewinnen hier. Was machst du? Jetzt kannst du jetzt anders drehen. Jetzt kann ich drehen. Ja. Sind wir immer noch? Nein, ja, wir sind die ganze Zeit online. Da kommt direkt ein Pfahl. Wir sind online bis. Achtung, Pfahl. Achtung, Pfahl. Wir sind online, bis wir im Studio sind. Technik. Ach, nice. Ja. Wir sind alle noch das Auto sehen. Boah, ich hab wirklich irgendwie. Also, irgendwas war da drin. Ich will es nicht wissen. Aber heute kämpfe ich richtig, Leute. Heute habe ich richtig. Es zieht richtig im Magen. Ich glaube, ich lege mich hin gleich. Würdest du, also, wie viel könntest du von diesem Getränk trinken, bis du umkippst? Pepsi? Meinst nee, von diesem Edding. Was für eben? Der Edding-Schnaps. Der Edding-Schnaps, oh, ich glaube nicht viel. Der knallt richtig rein. Ich würde sagen, der hat so 40. Ja, das war ein richtiger Schnaps. Das war ein richtiger Schnaps. Kennt ihr das so? So beim Après-Ski oder so, da kriegst du ja so Obstler mit so einer Birne drin. Jetzt vielleicht könnte man im Edding-Schnaps so einen ganz kleinen Filter reinpacken. Vielleicht wäre das ganz gut. Das ist ja schön. Ja. Er ist einfach in der Flasche drin, wie so ein Salamander oder so. Aber wirklich, das würde ich auch jeder gerochen wie so ein Edding. Ja, true. Das habe ich noch nie gerochen, so. Richtig gesund. Aber trinken hier oben im Norden nicht immer Korn? Das ist doch noch schlimmer. Ja, aber da sind die Leute ja schon unzurechnungsfähig. Okay. Außerdem trinkst du, Korn kannst du ja vielseitig mischen. Korn Sprite, Korn Cola, Korn Eistee, Korn. Das heißt dann Doppelkorn. Also das ist ja gar kein Problem gewesen. Ich habe noch nie Edding mit irgendwas gemischt. Edding mit Cola? Okay. Weiß nicht, wie geil ist das? Mega. Mega. Ella, was hat das gerade gekostet?
Sollen wir das sagen? Darf man das sagen? Na, ich sag um die, oder? Um die 100. Okay, um die 100. Aber mein. Vier Leute, vier Gerichte, vier Vorspeisen und vier Getränke. Doch, in heutigen Zeiten. In heutigen Zeiten hätten wir bei Five Guys wahrscheinlich genauso viel bezahlt. Wir hätten das nicht vorstellen. Nein, das war für ein Restaurant. Ja. Klar ist das Geld. Und wir haben uns jetzt ja beeilt. Du sitzt ja normalerweise noch ein bisschen länger. Stimmt. Aber du kannst doch besser für gutes Essen. Komm, wir gehen rüber. Danke. Wo Leute, also die müssen doch. Da ist kein. Genau. Also ich meine, die haben uns bedient. Exakt. Ja. Da sind Leute in der Küche. Ja, das ist doch geiler, als wenn du jetzt einen Fastfood-Burger hast für den gleichen Preis. Da fühlst du dich ja verarscht. Jetzt sind wir richtig gesund. So. Geht. Aber merkt ihr, das ist eine schöne Zeit. Jetzt ist gerade Schichtwechsel hier. Seht ihr das? Ja. Das ist interessant. Du meinst, weil es noch so ruhig ist, oder was? Nee, weil es langsam die Bordsteine bevölkern. Also. Ja, wir können das hier bleiben. Auf Hinblick noch nicht. Das stimmt. Ja, Hinblick jetzt hier Hinblick war nicht. Achso, da warst du doch Lehrer hier, oder was war's? Hier war niemand. Genau, da war niemand. Nee, jetzt ist hier richtig Business. Ich freue mich gleich schon, den Chat zu zeigen, sag mal doch, wie gleich die Herzen da oben aussehen. Vielleicht kannst du einmal kurz rüberschwingen zu den Herzen. Ja. Oh, das ist sweet, ja. Das ist echt nice. Der läuft da jetzt drauf zu. Hättest du eine geile Pre-Show? Kannst du gar nichts sagen. Kleine Kiez-Tour. Ist das hier immer, diese Herz? Nee. Oder sind die für beide? Ich habe die heute zum ersten Mal gesehen, ich hatte keinen Zug mehr. Erdbeeren. Ich kann es mir nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber es ist ganz schön. Ganz schön. So, ich kann jetzt mal die Kamera abnehmen, oder? Wir filmen dich nicht. Ja. Wir haben dich nicht gefilmt. Wir haben nur uns gefilmt. Ja, aber okay, nicht. Schönen Abend noch. Wir gehen weiter. Los. Wir haben niemanden gefilmt. Nee, wir brauchen nicht diskutiert. Okay. Haben wir wirklich nicht. Weiß ich. Alles gut. Ach, nette Menschen. Aber auf der anderen Seite, Lanze für Sie zu brechen, wahrscheinlich gibt es viele Idioten, die genau das machen. Natürlich, genau. Ne? Also, genau. Ich wollte Sie... Ton hier ist rau, deswegen sagt man es auch das erste Mal gleich aggressiv und nett. In der Herberstraße ist es wirklich verboten, glaube ich. Da steht eine dran, aber da sind wir ja nicht lange gegangen. Nee. Aber hier ist öffentlicher Grund und wenn du keinen direkt filmst, ist alles cool. Ja. Und deswegen passt das schon. Das ist ja nicht das erste Mal, ne? Ich wollte Sie nur erklären, aber das ist natürlich Quatsch. Der Nüchternste... Ich hätte auch einen Kommentar schreiben können, da gehst du auch nicht drauf. Der Nüchternste hat's verkackt. Nee, wir achten ja auch darauf. Also wir gucken ja auch, dass wir hier keine... Jetzt auch nicht gefilmt. Genau. Aber es ist natürlich tatsächlich ein Problem, weil ich laufe ja auch dann manchmal jetzt rum und filme so, wie ich gehe. Ja. Und da achte ich hardcore drauf, ja, mega gut, keine Leute zu filmen, so. Weil ich das selber auch nicht wollen würde von mir. Ja, eben. Nee, aber auf der anderen Seite ist mir niemand... niemand! Er hat mich so angesprochen wie gerade. Nee, das ist schon ein Lastenbild. Ja. So. Nehmen wir das gleiche Auto wieder? Ja, klar. Oh, fuck, wieso hat das nicht einer ausgeliehen? Ne, wir haben es gemietet für 2 Stunden. Ach so. Oder wir haben es halt gemietet für uns. Ich bin gespannt, was ihr meint. Okay, ich halte mal kurz. Das ist das Ding, ja. Das ist super. So. Ich muss das jetzt schnell öffnen. Ja, das ist uns. Ja, Walle kommt auch noch mit. Nee, ich fahre mit der Walle. Ich bin raus. Ja, aber Chat, ihr kriegt doch was geboten, oder? Jetzt mal ehrlich. Ganz ehrlich, Chat, hier kriegst was geboten. Also was hier, ich würde das richtig feiern. Einmal ums Auto. Das hat Eddie in der C3 auch mal gemacht. Warte, soll ich meinen Finger zum Größenvergleich verwenden? Ja. Warte, ich muss das drehen. Ich kann's.